Wir zwei befinden uns ja mitten in einer 5000-Kilometer-Challenge. In den vorgehenden Videos ist das Thema angeschnitten worden. 5000 Kilometer ist ganz schön lange hin. Vielleicht ist es ja besser, wenn vorher irgendwas kommt, dass wir das eher abbrechen können. Ansonsten wird das noch eine ganze Weile dauern. Und deswegen kleine Zwischenvideos, damit das nicht zu lang sich hinzieht. Ich habe gerade Kofferraum ausgesaugt und eine feine Sache entdeckt. Was Schönes und was weniger Schönes. Der Kofferraum vom 1600er, das ist ja der, wo man die Bierkästen noch als ganzer Mann hier drüber heben muss und wo es auch keine Hutablage gibt. Aber schaut mal, was ich hier rechts und links angebaut habe. Mal gucken, ob das Licht auch so reicht. Seitentaschen. Schau doch mal, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe mal hier die ganz dunklen genommen, dass es nicht so auffällt, wenn man reinguckt von der Seite. Da gibt es mit abgesetzter Naht und verschiedene Ausführungen. Das sind halt so Stofftaschen, die sich dieser Form anpassen, die der Neva-Kofferraum ist ja so ein bisschen ungünstig gemacht, weil das der Radlauf hier so reinragt. Aber die Taschen haben praktisch die Form, wie der Radlauf so ist. Und es passt da allerhand rein. Kann man zumindest hier so Sanikasten und ein bisschen Werkzeuge und mal noch einen alten Lappen unterbringen. Und dann ist der Rest vom Kofferraum schön sauber. Und natürlich ist auch schon was drin. Die Taschen, die habe ich bei Lader Ems gefunden. Müsst ihr mal im Internet suchen. Lader Ems ist eigentlich bekannter Niva-Händler, der sich auch sehr um die Niva-Szene kümmert. Hat das hier im Angebot. Übrigens auch den Hoodie, den ich eben anhatte, also immer noch habe, kann man sich dort individuell bedrucken lassen. Und die sind jetzt einfach hier mit Schrauben festgemacht. Da ist auch ein Verstärkungs Blech dabei, das habe ich hier reingeschoben. Wie war denn das? Auf jeden Fall ist es hier verstärkt auf der Naht. Hier dahinter ist ja das Blech von der Karosserie festgemacht. Das reicht so zu. Da kann man auch mal hier noch. Es ist nicht ganz so starr. Und die Taschen haben noch den kleinen Vorteil, dass die ja hier praktisch das hier durchschrauben und damit der Kunststoff hier angedrückt wird, der vielleicht teilweise zum Klappern neigt. Haben wir auch den Nachteil, dadurch, dass das jetzt ja hier schön anliegt und das sind Repro-Teile oder halt Neuteile vor ein paar Jahren neu gekauft. Die waren schon knapp, als ich den ganzen Kram zusammengebaut habe. Und jetzt zieht es das aber hier so rein, dass hier der Kunststoff dann nicht mehr überlappt. Kann man das so? Seht ihr das so? Ja. Also hier, das ist natürlich jetzt unschön. Das habe ich vorher so ein bisschen kaschiert, indem ich das so ein bisschen habe abkürzen lassen. Das ist hier drüben ähnlich. Da muss ich mal sehen, ob ich noch mal irgendwo originale Teile herkriege. Meistens sind ja die kaputt. Aber wer guckt schon in den Kofferraum? Soll jetzt erstmal nie weiter stören. Wobei, wenn hier Kleinteile reinfallen, nicht so schön. Das ist also Sache Nummer 1. Dann habe ich hier einen langen Niva, was auch immer das soll. Chrom-Imitatspiegel. Rechts und links. Und hier ist diesmal kein Sandkasten drin, sondern Drei-Wege-Lautsprecher. Das bleibt. Und es versteckt sich hier, hat nicht reingepasst, ein Nummernschildrahmen. Hier aus, glaube ich, sogar Blech oder Plaste, Chromimitat. Hier sind Aufkleber drin, wie die Ganghebel zu betätigen sind in russischer Schrift. Denn ich habe ja hier den Nummernschildträger TÜV, habe ich noch. Das war praktisch hier mal die Fahne fehlt schon, irgendein Wappensymbol ist am Verschwinden. Hier kommt so ein bisschen der Aufkleber hoch. Swastika ist auch kaum noch zu erkennen. Kann man vielleicht schöner machen und das könnte dann dieser wahrscheinlich auch Chrom-Imitat-Nummernschildträger erfüllen. Oder es kommt vorne ran, müssen wir mal gucken. Das Thema mit den Spiegeln hatten wir ja schon mal vor einigen Videos, ich glaube am Anfang des Jahres. Original sind ja die Spiegel in der Form in Schwarz an den 1600ern und die allerersten hatten halt Chromspiegel und sieht doch schick aus und diese Chrom-Imitat-Spiegel, die fangen dann allerspätestens nach 2 Jahren, das ist glaube ich jetzt erst 4, 5 Jahre alt,
geht das ja Brand los, da kommt das Bild Rost durch, erst wird das Bild bräunlich, und dann sieht man so richtig die Rostadern, wie sie sich vorwandern, der Arm unbetroffen, Fleischkunststoff, hier unten geht es auch schon los, blättert ab. Und da ist natürlich jetzt, gab es ein paar Tipps, wo man vergroben lassen kann heutzutage, noch hier in der Region. Habe ich noch nie geschafft, ich habe auch noch keine Originalen gefunden oder gibt es bloß Einzelne und dann ist mir die Gefahr zu groß, dass wenn ich zwei Einzelne kaufe, die ist bloß, dass die unterschiedlich sind. Und da habe ich jetzt noch mal investiert, das sind hier, was weiß ich, 20 Euro oder 25, diese Chrom-Imitat-Dinger, die nie ewig halten. Ein paar gute Chromspiegel kosten wahrscheinlich 100. Wäre es mir wert, wenn man mal was kriegen würde in der Form. Das wären jetzt dann die dritten, die ich hier ranmache. Also die ersten haben nicht so lange gehalten, die hier auch nicht ewig, wobei das Auto noch schon über 10 Jahre, glaube ich, durch die Gegend fährt. Eine Herausforderung ist, dass es irgendwann mal locker wird, weil zum Beispiel hier dieser Kunststoffring bricht, der da hinten. Man kann hier unten natürlich das Blech so ein bisschen gerade biegen oder straffer anziehen, dass das hier straffer geht. Aber es gehört eigentlich zum 1600er dazu, so als Indikator bei 95 klappen die Spiegel ein auf der Autobahn. Da weiß man, man ist zu schnell unterwegs und geht vom Tempo runter. Man kann ja durch Streiksfenster die schön wieder rausdrücken, wenn der Fahrtwind reindrückt. Das geht ein bisschen arg leicht. Man müsste eigentlich, hier unten drin ist ja wie eine Art Kugel, hier drin ist wie eine Kugel, die unten so abflachen, dass die hier von dem Blech besser fixiert wird, muss man halt die Position finden, ne, wo man auch was sieht. Zwei Schrauben, das sollte schnell gehen. Na, ihr seht, das fängt dann an zu rosten. Der Rost ist eigentlich auch ein guter, wie nennt man das, so ein Startkeim für das, falls der Lack beschädigt ist. Wichtig, die Löcher immer gut konservieren. Ihr seht das hier, so ein bisschen was Schmierisches drunter. Was man beachten muss, das ist die originale Pflasterunterlage. Die hat hier diese, wie eine Art Dübel dran. Die Tür ist, glaube ich, nicht original Karosse. Das sind 1700er Türen, Single Pointer. Die hatten ja noch Dreiecksfenster. Ich weiß nicht, ob die früher die Löcher größer hatten oder dass die davon ausgehen, dass die Gewinde eh kaputt sind. Und man das dann praktisch hier reindrückt. Entweder nehme ich es die, wenn ich es sauber kriege, oder ich muss das hier wieder abschneiden, dass das so sauber aufliegt. So, die Schrauben sind nicht dazu. Sind aber hier ganz normale Schrauben, wie sie auch hier am Motorenbrett sind. Nicht zu fest anziehen, nur dass es halt fest ist und einerseits das Gewinde in der Blechtür nicht zu beschädigen und auch den Kunststoff hier. Dann lieber nochmal nachziehen, wenn die Hitze den Kunststoff so ein bisschen anpasst und jetzt ist das garantiert auch ein bisschen zu locker. Aber wir haben es erstmal dran, fürs Video ist es schon mal schön. Ich habe auch versucht, hier so mit hauchdünnen Fluidfilm das einzubremsen. Das kommt halt in die Kante rum. Interessanterweise steht hier EAC, was ja irgendwie was mit Erstausrüsterqualität oder der Zulieferer für was weiß ich zu tun hat. Könnte man als Qualitätssiegel nehmen. So, andere Seite sollte es genauso schnell gehen. Ich muss mich korrigieren. Schräubchen sind doch dabei. Sogar mit Tütchen. So, neue Lautsprecher, warum? Die jetzt verbaut sind, schlecht, kaputt oder was weiß ich. Ich habe schon das Radio in einem anderen Auto probiert, das scheint zu funktionieren. Ich habe die Lautsprecher nicht hier irgendwo in den Türmen verbaut, sondern die hier rechts und links da an die Seitenverteilung ran gemacht. Also dieses Gehäuse so ein bisschen modifiziert, hinten abgesägt und dann so gegengepappert. Sieht man vielleicht, original ist ja. Dort in der Mitte reicht das Licht bis dahin. Also da, wo das Radio jetzt ein bisschen versteckt ist. Das Radio gehört eigentlich oben hin, wo diese Rundinstrumente sind. Das ist halt so vom Vorbesitzer so eine Bastelei, die ich übernommen habe. Dort unten in der Mitte sitzt normalerweise ein Lautsprecher. Gehört also in Monoradio rein und eine so eine Plugkiste da unten. Heutzutage gibt es ja nur noch Stereo. Und da habe ich praktisch da hinten im Fußraum und hier im Fußraum. Das ist nicht ganz schlecht, aber irgendwie haben die ein Problem. Ich hatte die schon mal auseinander, da ging es irgendwie einen halben Tag und dann da sind die Drähte ab, die hier zu diesen Membranen
Inso-Drähte hin. Ach, also machen wir ein paar andere an, die waren damals billig. Meine Hoffnung, dass die Hersteller alle dasselbe System bauen, wird sich nie ganz erfüllen. Ich werde wohl diesen Vorsatz nicht da ohne weiteres rankriegen. Mal gucken. Das Beste wird sein, die ganze Seitenverteilung rauszunehmen und das an der Werkbank schön zu machen. Aber erstmal ein Hörtest. So, ein bisschen Strom. Und ihr hört oder hört nicht, das geht halt irgendwie beschissen. Das liegt nicht am Sender. Irgendwie sind die nicht mehr voll, nicht mehr bei voller Lautstärke. 3 Kilometer Stau macht ungefähr eine Viertelstunde. Für mich klingt das deutlich besser. Jetzt müssen sie bloß noch irgendwie da oben ran. Und dann haben wir wieder ordentlich Ton im Wagen. Die Aufkleber, die hier in das Feld reingehören, wo praktisch beschrieben wird, wie der Hebel funktioniert und wie die anderen Hebel funktionieren, sollte man wissen, dass es zwei verschiedene Größen gibt. Also ganz wenig Unterschied. Das ist der eine ist ein bisschen größer. Die Ablagen für die Enzymer sind da ein bisschen anders gemacht. Und man sollte auch wissen, dass man hier für 26 Cent das Stück natürlich kein Hochglanz-Aufkleber kriegt, den man da einfach hinpappt, sondern das ist jetzt hier ordentlich gedruckt. Das ist einfach Papier. Ja, da habe ich aber jetzt eine Idee, dass ich mir was einfallen, dass man das trotzdem hier schön ordentlich hier reinbekommt. Zacken zu groß, ich werde hier am Rand nochmal einen Hauch abnehmen müssen. Dann sollte das passen. Fünfganggetriebe ist nicht ganz richtig, weil ja die ersten nie was mit Vierganggetriebe ausgerüstet waren, aber ich habe hier mal in Fünfgang nachgerüstet. Daher passt das wieder. Ich muss mich korrigieren. Das ist doch ein Offenkleber. Das ist ja wirklich sehr dünn. Es ist schon schwer, hier das Trägerpapier abzuziehen. Ich habe jetzt hier. Ups. Ich habe jetzt hier nochmal so ein breites durchsichtiges Klebeband drüber gezogen, so als Schutzschicht. Und jetzt sind wir einfach mutig. Ziehen wir das ab und versuchen, dass es ist hier Mietz. Oh, genau, die Mietz kommt jetzt noch reingesprungen. Wunderbar. Ja, jemand, der das hier im Werk jeden Tag zu 100 macht, der wird das bestimmt besser hinbekommen. Vielleicht hätte man das mit dem Klebeband weglassen sollen. So, jetzt ist alles klar. 1., 2., 3., 4., 5. Legen wir das schon mal hin. Mietz, guckst du, was macht denn der hier? Und hier steht so nach dem Motto, probiert einfach aus mit den Hebeln hin und her. Und da, wo er am besten fährt, lasst so stehen. Glaube ich zumindest. Hier habe ich noch das Original gefunden. Das war, glaube ich, hier drin als Viergang. Das ist auch mit so einer Aufkleber. Und da war so eine Schutzfolie drüber. Und die ist irgendwie abgegangen. Wenn ich die jetzt hier wollte abziehen, habe ich ein bisschen viel Angst, dass mir hier die Farbe mitkommt. Das muss ich mal ganz in Ruhe machen. In dem langen Winterabend ganz vorsichtig abtrennen. Da könnte man das vielleicht mal als historisches Fundstück. Geht's noch durch.